Herzlich willkommen zu einem etwas anderen Workout-Video, wenn man es so nennen möchte. Ich habe auch mal, wie ihr bestimmt alle auch, die Tage, an denen ich nicht so fit bin und an denen ich einfach meinen Körper spüre, dass es für mich heute keine Bestleistungen geben wird. Und dann finde ich es auch gut, wenn man das gar nicht herausfordert, sondern einfach auf seinen Körper hört. Das bedeutet natürlich, man soll unterscheiden können, ob man einfach bisschen faul ist und sich einen Tritt in den Hintern geben soll oder ob man wirklich jetzt die Energie nicht hat, der Körper nicht mag, und dann finde ich, sollte man es auch nicht herausfordern. Und was ich in diesen Fällen mache, das zeige ich euch hier in diesem Video. Ich habe hier ungefähr 20 Minuten einfach ein paar Entspannungsübungen gemacht, einfach ganz intuitiv, ohne Plan, was ich gerade Lust hatte, und habe es hier für euch im Schnelldurchlauf, dass ihr jetzt hier nicht mehr 20 Minuten zusehen müsst, aber hier einfach so ein paar Ideen. Ich hoffe, es gibt euch ein bisschen Inspiration, und ich möchte euch einfach damit sagen, es ist auch völlig okay, nicht jeden Tag hardcore sich reinzulehnen, sondern einfach auch mal so ein paar Stretch-Übungen zu machen, gerade an meine weiblichen Zuschauern bei so gewissen Tagen im Monat. Finde ich es halt einfach tut's gut, es ein bisschen lockerer zu nehmen und einfach auf seinen Körper zu hören und genau, einfach ein bisschen zu stretchen. Und wenn ihr mich hier im Video ein bisschen genauer beobachtet, ich finde, man kann sehr gut sehen manchmal, wie ich wirklich richtig stark atme. Und ich finde das auch sehr wichtig. Ich glaube, jetzt sieht man es dann gleich. Schau mal auf meinen Mund. Und ja, hier habe ich einfach wirklich komplett ausgeschaltet, einfach mich ein bisschen so bewegt, wie es mir gerade gepasst hat, wie es gerade gestimmt hat für mich. Tief durchgeatmet und bin einfach so ein bisschen runtergekommen. Genau, probiert es doch mal aus. Die Leggings und der Sport-BH, die ich hier trage, sind übrigens von MyProtein. Ich habe die euch unter dem Video in der Infobox verlinkt. Ich mag die Leggings total gerne, die ist aus der neuen Kollektion. Ihr seht, die ist schön hochgeschnitten, kann man alles gut einpacken. Mir gefällt dieses See-Through-Teil an der Seite des Beines. Sport-BH finde ich auch super. Und ja, aber hier geht es eigentlich darum, dass ich euch einfach mal so kurz mitgeben will, hey, es ist auch okay, wenn ihr mal nicht volle Power geben wollt, und ihr seht, ihr könnt auch zu Hause im Wohnzimmer auf einer Matte einfach ganz easy ein paar Entspannungsübungen machen, und das ist völlig okay. Und mir persönlich tut das gut, wenn ich mal nicht so fit bin oder ja eben so mit gewissen Frauenproblemen zu kämpfen habe, einfach mich ein bisschen zu stretchen, ein bisschen meinen Körper zu spüren, tief in mich rein zu atmen. Das tut mir eigentlich besser, als einfach nur rumzuliegen. Und genau, fühlt man sich nachher auch gleich wieder ein bisschen fitter. Ja, jetzt könnt ihr mir noch ein bisschen zuschauen, wenn ihr mögt, euch ein bisschen Ideen und Inspiration holen. Und ja, leider hat der, ja, hier tone ich noch ein bisschen rum, leider hat die Kamera irgendwann sich einfach selbstständig gemacht und ausgeschaltet. Ich war eigentlich noch gar nicht fertig mit dem Workout, hab's aber gar nicht bemerkt, weil ich so in meiner eigenen Welt war, so bei mir selber. Also entschuldigt bitte den etwas härteren Cut am Ende. Ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem. Mal ein bisschen was anderes.